Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin aus der Reifebahn-Sporthalle Schwerin zum D-Jugendspiel der ersten D-Jugend des SV Grün-Weiß Schwerin gegen den Malchower SV. So, und auf geht's. Grün-Weiß-Schwerin gegen Malchower SV. Schon wieder, könnte man sagen, denn es ist das zweite. Am heutigen Tag vorher in der E-Jugend, jetzt in der D-Jugend. Fuß nicht gepfiffen. Jetzt geht es aber doch in die andere Richtung und. Der Pfostenwurf gibt noch Freiwurf, da bedrängt. Spieler müssen zurück, Abstand halten. Und jetzt gibt es nochmal Freiwurf und wir versuchen das Ganze nochmal. Und das 1:0 durch Vivien Suhr. Der erste Wurf und gehalten. Sich gut gespielt. Und man hadert jetzt schon ein bisschen mit dem Schiedsrichter. Und das nach 2 Minuten. Das kann ja ein buntes Spiel werden. Und da geht aber keiner so richtig zur Ballführenden. Und jetzt gibt es Abwurf. Den Balazzi zwar wirft ihn rein, aber sie kam natürlich aus dem Kreis. Und da gibt es Abwurf. Und 7 Meter. Friedrun Claude, sicher verwandelt. Die Linie. 2:0. Ja, deutliche Zeichen vom Schiedsrichter, die Regeln einzuhalten. Der Fuß muss auf die Linie. Und der Treffer von Friedrun Claude nun auch aus dem Spiel, 3:0. Schnell gespielt und da ist sie wieder frei. Ihr dritter Treffer. 4:0.
Und Fuß entschieden. Und einwerfen und zu mir kommen. Und zu mir, und zu mir. Glückwunsch! Und der Wurf am Tor vorbei von Helms. Und das Zeichen. Es gibt Abwurf. Und man muss das Pfeifen abwarten. Lange Pass nach vorne, da haben sie gepennt auf grün-weißer Seite. 4-1. Und der Vivian Sohr mit Treffer Nummer 2. 5-1. Und 7 Meter zustimmendes Nicken von den Schiedsrichtern am Rand. Und den 7 Meter genau auf den Torwart. Es bleibt beim 5-1 und die Post geht schon ab in die andere Richtung. 6-1 für Grün-Weiß-Schwerin. Anne Schiller. Vorbei. Es gibt Abwurf. Und Grün-Weiß nimmt wieder Tempo auf. Und den Schwung fast komplett durchgenommen zum Tor. Friedrun Kluth. 7-1. Mal die genaue Erklärung. Fuß auf die Linie und erst dann kann es losgehen. Ja, wir wissen gar nicht, wo sie hinspielen sollen. Und da haben sich schon wieder die Grün-Weißen gelöst. Keine Chance, Johanna Helms mit dem Treffer 8-1. Und Auszeit genommen. Von Malchow. Also nochmal. Auszeit genommen und der Malchower Trainer erhofft sich natürlich daraus, hier ein frühes Debakel zu verhindern. Ja, es gibt Freiwurf von Malchow trotz Fußes von Malchow. Natürlich wurde die Spielerin behindert gehalten und deshalb Freiwurf. Nimmt der Schiedsrichter da nochmal die Zeit zu erklären. Da hängt sie da an der Schulter dran. Manche können weiterspielen, deswegen lässt der Schiedsrichter den Vorteil laufen.
und Stürmerfoul entschieden. Johanna! Johanna! Und Claude mit Treffer Nummer 5, 8:1. 9:1 natürlich. Und Treffer Nummer 6 von Fredrun Claude zum 10:1. Und da haben sie geschlafen auf Schweriner Seite. Und der zweite Treffer für Malchow. Erneut durch Anne Klu. Und der Ball einfach nur nach vorne gespielt, dann hat Schwerin Glück, dass die Spielerin da nicht rankam.